Moin Moin, ich bin's, euer Flappy. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Mein Essen vom. Heute bereite ich mir Kichererbsen mit Mais und rote Beetekugeln zu. Fangen wir mal an. Zuerst öffne ich die Kichererbsendose. Das ist das erste Mal, dass ich Kichererbsen probieren werde. So, erstmal das Kichererbsenwasser in dieses Glas reintun. Jetzt fallen auch noch Kichererbsen rein. Nun die Kichererbsen in den Topf reintun. Da kommt schon wieder Kichererbsenwasser raus. So, als nächstes öffne ich die Maisdose. So, ein bisschen Mais reintun. Nun wieder ein bisschen Maiswasser ablassen. Nun wieder ein paar Maisstücke in das Wasser reinlassen. So, nun öffne ich das rote Beetekugelglas. Und auch hier wieder das Wasser ablassen. Die packe ich aber erstmal noch nicht in den Topf rein. So, stellen wir mal die Dose auf den Boden hin. Das ganze Wasser packe ich auch erstmal auf den Boden hin. So, und nun bereite ich es zu. So, ich habe es fertig zubereitet. Das Essen ist fertig. Nun packe ich etwas davon auf den Teller rauf. So, ich glaube ein bisschen Essig davon noch. So, der Rest bleibt erstmal im Topf noch drinne. Nun noch ein paar Oha. So, sollte reichen.
fertig. Ich zeige euch das mal. Das ist mein Essen. So, jetzt wird probiert. Ich glaube, mehr als ein paar Happen esse ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht so großen Hunger. Ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Also Kichererbsen sind voll mein Ding. So, ich probiere noch eine rote Beetekugel. Auf jeden Fall ein leckeres Essen, kann ich euch nur sehr empfehlen. Außerdem 100% vegan und es funktioniert ohne Kochen. So, ich glaube, ich brauche mal was zu trinken. Und zu trinken nehme ich das rote Beete Kichererbsen Maiswasser. Mal schauen, wie das schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Dominiert der Geschmack von Rote-Bete-Wasser extrem. So. Ich werde gleich mal in Ruhe ein bisschen weiter essen. An dieser Stelle beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.